ich habe die Scheibenversiegelung von Abacus getestet. 3 Monate lang in jeder erdenklichen Situation. Abacus war meine erste Scheibenversiegelung, die ich je genutzt habe. Bevor ich mit dem Schnitt des Videos begann, habe ich mich ausgiebig über das Thema Scheibenversiegelung informiert. Bei der EMS wurde ich auf Abacus aufmerksam. Ich kaufte mir dort eine Flasche. Später suchte ich auf YouTube ein Video, wo zu sehen ist, wie Abacus im Regen arbeitet. Doch ich wurde enttäuscht. Es gab keins. Es gab nur solche Werbevideos. Die Frage war also, was sollte ich von einer Scheibenversiegelung erwarten? Anfangs dachte ich, es wäre eine Versiegelung wie beim Autolack, wo das Wasser drauf nicht haftet. Doch falsch gedacht. Eine Scheibenversiegelung arbeitet mit der Physik. Sie macht die Scheibe so glatt, dass das Wasser kaum noch Widerstand hat, um auf der Scheibe zu bleiben und dadurch abfliegt. Trotzdem hat mich das Produkt überzeugt und ich führe es ab sofort im Auto mit mir. Die Gründe dafür sind folgende. Die Abacus-Versiegelung ist sehr einfach anzuwenden. Es reicht mit einem Zewa-Tuch die Scheibe zu versiegeln. Das heißt, man kann zu jeder Zeit an der Tankstelle oder vor der Tür in wenigen Minuten seine Scheibe versiegeln. Dazu kommt ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, aber der Hersteller nicht erwähnt hat. Man muss zwar innerorts den Scheibenwischer benutzen, aber wenn es dunkel ist und der Scheibenwischer auf der Abacus-Versiegelung arbeitet, schmiert er nicht mehr so krass. Das heißt, man kann sehr gut durch die Scheibe sehen, auch wenn es regnet, und die Schmierung vom Scheibenwischer ist quasi null. Das fällt anfangs gar nicht so stark auf, aber erst wenn man eine Zeit lang damit gefahren ist und die Scheibenversiegelung nachlässt oder wie in meinem Falle runtergeputzt ist, wird es ganz schnell unangenehm, wenn man sich an die Scheibenversiegelung gewöhnt hat. Natürlich hat es sich auch tagsüber bemerkbar gemacht. Auf der Autobahn oder auf der Landstraße brauchte ich gar keinen Scheibenwischer mehr. Natürlich bei Starkregen sollte man den Scheibenwischer nutzen, aber bei leichten Nieselregen und bei normalen Regen oder bei Gicht war das Wasser so gut wie nach wenigen Sekunden weg von der Scheibe. Leider muss ich auch was Negatives sagen. Abacus verspricht, dass die versiegelte Scheibe bei bis zu minus 18 Grad nicht mehr frostet. Es hat oft gefrostet, es waren minus 8 Grad dabei, es war minus 1 Grad dabei. Leider war die Scheibe immer gefroren. Ich habe alle 4 Scheiben versiegelt und alle 4 Scheiben waren gefrostet. Die Vorderscheibe war in dem Moment 3-mal versiegelt, die hintere 2-mal und die in der Seite 1-mal. Alle waren gleich versiegelt. Nur vorne hat man gesehen, da ist irgendwas. Irgendwas hat gegen den Frost angekämpft, aber leider hat es den Kampf verloren, was relativ schade ist. Trotzdem für mich auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Jetzt nicht für den Frost, aber für eine klare Scheibenversiegelung gegen Wasser auf jeden Fall in Ordnung.